Rhein Metropole Köln erlaubt Mützziehenruf, das ist falsche Toleranz für Intoleranz. Von Georg Anastasiadis. Aktualisiert, 13.10.21-4:35 Uhr. Zentralmoschee in Köln, Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. Copyright Oliver Berg/Paar/Marzus-Schlaf. Köln rühmt sich für seine Weltoffenheit, jetzt den Ruf des Mützzins in der Stadt zu erlauben. Das ist jedoch falsche Toleranz für eine Ideologie der Intoleranz. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. Ab Freitag darf in Köln der Ruf des Mützzins durch die Stadt schallen. Sternchen, in der Rheinmetropole feiern sie sich dafür als besonders weltoffen und vielfältig. Vielleicht ist die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker aber auch nur besonders naiv, wenn sie im multikulturellen Überschwang den Mützziehenruf mit dem Läuten der Kirchenglocken gleichsetzt. Toleranz, für die sich Köln nun selbst rühmt, dient leider allzu oft einer Ideologie der Intoleranz. Das ist es eben nicht. Der Ruf "Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah" bringt einen Überlegenheits- und Machtanspruch zum Ausdruck, der dem christlichen Glockengeläut nicht innewohnt. Eine Machtdemonstration nennt ihn der Integrationsexperte Ahmad Mansur. Das dürfte ganz nach dem Geschmack des türkischen Machthabers Erdogan sein, der die Minarette mal als unsere Bajonette bezeichnet hat. Erdogans unter Antisemitismus und Islamismus Verdacht stehender Religionsverein DİTİB steuert mit seinem schwierigen Islamverständnis die größte Kölner Moschee. Die Toleranz, für die sich Köln nun selbst so überschwänglich lobt, dient nicht immer, aber leider allzu oft einer Ideologie der Intoleranz, die Frauenrechte ablehnt, Schwule und andere Minderheiten ächtet und Juden bedroht. Was wohl in ihren Köpfen vorgeht, wenn sie den Ruf des Mützziehen künftig durch deutsche Städtehallen hören? Nicht sie stellen, wie Frau Reker vorwurfsvoll sagt, mit ihren sorgenvollen Einwänden unser friedliches Zusammenleben in Frage, sondern diejenigen, die unsere Toleranz als Zeichen von Schwäche belächeln. https://www.merkur.de/politik/köln erlaubt Mützziehenruf falsche Toleranz für Intoleranz 91.048.308.am.html